Württemberg erwartet einen Weinjahrgang mit großem Qualitätspotenzial. Dies unterstrich Weinbaupräsident Hermann Hohl und der Weinbauminister von Baden-Württemberg Alexander Bonde am Montag, den 28. September 2015 in Heilbronn. Die amtierende württembergische Weinkönigin Stefanie Schwarz freute sich über das erfolgreiche Jahr und sagte: Liebe Württemberger und Zuschauer von außerhalb, letztes Jahr November bin ich gewählt worden zur Württemberger Weinkönigin. Mit einer Prinzessin habe ich jetzt schon fast das ganze Jahr rum und wir haben wirklich sehr, sehr viel erlebt. Wir haben unsere Heimat nochmal neu kennengelernt, aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Wir haben viele tolle Winzer kennengelernt und Weine probiert. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz, dass ich Württembergerin bin, wenn ich das so sagen kann. Und ich bin stolz, dass wir hier so auch so tolle Jungwinzer haben und einfach so viel Dynamik und Bewegung drin. Es hat riesig Spaß gemacht, jetzt das Jahr wirklich zu reduzieren auf einen Auftritt oder auf ein tolles Highlight. Ist ganz schwierig, weil es war wirklich so viel, was einfach dieses Jahr besonders macht und was es zu einem einmaligen Erlebnis macht. Und da bin ich ganz arg dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, eben dieses Amt auszufüllen. Und ich freue mich dann auch, wenn es in einem Monat quasi vorbei ist und ich mein normales Leben wieder leben kann. Darauf freue ich mich auch und freue mich einfach, dass die Weinbranche hier so vital ist und so lebendig und denke, wir Württemberger haben eine gute Zukunft vor uns. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.